Nach unserer Ankunft im 1500 Meter hochgelegenen schönen Hintertux fuhren wir mit dem Gletscherbus Nummer 1 in 6 Minuten zur Sommerbergalm auf eine Höhe von 2100 Meter. Zum Aufenthalt brachte unser Gletscherbus Nummer 2 die erste Zweiseilumlaufbahn der Ostalpen in ebenfalls knapp 6 Minuten Fahrzeit von hier zum Tuxer Fernerhaus auf 2660 Meter Höhe. Direkt auf die gefrorene Wand, dem höchsten Punkt, fuhren wir anschließend in noch einmal knapp 6 Minuten mit dem Gletscherbus Nummer 3 auf sage und schreibe 3250 Meter Höhe. Guter Sicht, und die hatten wir weitestgehend, eröffnet sich dem Betrachter von der Panoramaterrasse aus ein bezaubernder Blick auf die Alpen. Eines wollten wir natürlich hier unbedingt machen, und zwar an einer Führung durch den Natureispalast teilnehmen. Mit Helm und Gurt ausgerüstet stiegen wir um 13.30 Uhr mit unserer Gruppe wieder ca. 200 Meter bergab zum Eingang dieser ohne Menschenhand entstandenen Eiskristallgrotte. Ein zauberhaftes Erlebnis.
Zum Ende unseres Grottenrundganges lernten wir dann noch Tuxi kennen.